Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Video für dich, wo ich sehr viel reden werde und relativ wenig zeigen werde. Und zwar geht es darum, ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte ich so schenken zu Weihnachten. Und ja, so bei meinen Eltern ist mir ganz schnell was eingefallen und so im allgemeinen Familienkreis. Was aber ganz schwer war, war, meine Großeltern zu beschenken. Die sind echt über 80 und haben gefühlt schon alles, wollen nichts haben. Und dann habe ich ein kleines Brainstorming angefangen. Sprich, ich habe mir ganz viele Videos angeschaut. Ich habe mich im Internet umgeguckt wie eine Irre. Und ja, habe dann in meinem kleinen schlauen Buch letztendlich eine Liste zusammengestellt mit Dingen, die vielleicht sein könnten und die passen könnten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, warum teile ich das nicht einfach mal mit euch? Also, wenn du noch Inspiration brauchst und vielleicht auch einfach mal eine Geschenkidee, nicht nur zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zu sonst was, einfach irgendwie mal eine Idee brauchst, was schenke ich Oma oder Opa? Du kannst es natürlich auch irgendwem anders schenken, aber das ist jetzt, finde ich, komplett für Oma und Opa darauf abgestimmt. Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Schreib du mir doch mal gerne in die Kommentare, welche Geschenkideen du so für deine Großeltern hast oder für Großeltern im Allgemeinen. Würde mich total interessieren, dass wir uns am besten einfach mal hier unten alle austauschen in den Kommentaren. Fände ich cool. Also das Problem, was ich bei meinen Großeltern eigentlich immer habe, ist nicht nur, dass die halt schon alles haben, sondern dass die auch irgendwie, die lösen keine Gutscheine ein, die sträuben sich gegen viele neue Dinge und vertragen auch manche Dinge einfach nicht mehr so gut. Die können nicht mehr so viel unterwegs sein, die sind nicht so mobil, das heißt, man kann jetzt auch nicht irgendwie einen Erlebnisgutschein schenken. Naja, mit über 80 ist es auch alles nicht mehr so einfach, man hat ja auch diverse Krankheiten und ja, deswegen hat mir das Ganze die Suche so ein bisschen erschwert und ich habe halt immer so im Hinterkopf gehabt, wenn ich in deren Situation wäre, worüber würde ich mich so freuen? Und ja, deswegen kommt jetzt hier meine kleine Liste an Dingen, die ich so schön finde und dann werde ich euch am Ende auch sagen, was ich meinen Großeltern schenken werde. Meine Oma und mein Opa, die haben so im Wohnzimmer so eine Ahnenwand, würde ich mal so sagen. Da haben die von ihren ganzen Kindern die Hochzeitsfotos aufgehangen und ja, von den Enkelkindern so fern verheiratet halt auch. Und ja, da ich mit meinem Partner noch nicht verheiratet bin, haben wir halt kein Hochzeitsfoto dort hängen und können dann immer mal wieder ein aktuelles Foto dort einreichen, das dann auch aufgehangen wird, was ich sehr schön finde. Die anderen hängen dann einfach jahrzehntelang im Hochzeitskleid dort und ich kann jedes Jahr im Prinzip aufs Neue ein neues Foto einreichen. Und ja, das ist Nummer eins, was ich so als Geschenkidee für meine Großeltern hätte, dass man sich entweder ein schönes Fotoshooting vorher organisiert oder dass man sich einfach schön von Freunden, Verwandten, wie auch immer, fotografieren lässt und das dann richtig schön ausdruckt oder halt entwickeln lässt und dann halt auf diese Ahnenwand kommt. Und es muss nicht nur eine Ahnenwand sein, denn Großeltern lieben Fotos von Enkelkindern, die geben damit an. Dann haben die da ein Foto stehen von der Enkelin oder von dem Enkel, mit oder ohne Partner und können dann den Freunden auch zeigen, hey, guck mal, das ist meine Enkelin, guck mal, wie groß die schon geworden ist. Ja, meine Großeltern machen sowas sehr gerne, deswegen versorge ich die auch immer wieder gerne mit frischen, neuen Fotos. Nummer zwei ist Zeit. Also ich glaube, in dem Alter ist Zeit das Allerwichtigste. Traurig, unheimlich traurig ist einfach, dass die Familie, die Geschwister, die Freunde, die halt damals hatten, naja, zum Teil einfach nicht mehr da sind, ne? Dass die halt nicht mehr leben und man dementsprechend nicht mehr die Leute um sich hat, die man so normalerweise immer um sich hatte, das Leben lang. Und dementsprechend hat man als alter Mensch immer, immer mehr Zeit, gerade wenn man über 80 ist. Ja, ist es halt eine irre schwere Geschichte und da freut man sich umso mehr, wenn Enkelkinder oder Kinder einem Zeit schenken. Ich mache das ja total gerne, dass wenn ich Urlaub habe, dass ich so einen Oma-Tag habe. Ich habe ja auch schon das ein oder andere Video hier verlinkt, wo ich dann meine kleinen Shopping-Eskalationen gezeigt habe und es macht einfach Spaß und es ist herzlich, es ist schön. Natürlich muss man dann in manchen Situationen extrem rücksichtsvoll sein, aber ganz ehrlich, Oma und Opa waren doch damals immer die Größten und die haben uns doch immer mit aufgezogen und waren für uns da, haben uns dann immer heimlich aus dem Süßigkeitenfach noch eben was gegeben oder, keine Ahnung, uns von der Party abgeholt, wenn wir sturzvoll waren, ne?
Das waren Oma und Opa. Und warum sollten wir jetzt, wenn wir erwachsen sind und die Möglichkeit haben, nicht einfach mal was zurückgeben? Und ganz ehrlich, Nachmittag oder ein Vormittag, das tut doch keinem weh. Natürlich ist es richtig cool, wenn das halt ein größeres Geschenk sein soll, wenn du so eine Zeitbox schenkst. Das heißt, du machst so einen Schuhkarton und machst dann 12 Umschläge rein und dann planst du im Vorfeld schon für jeden Monat ein Ereignis. Natürlich muss dieses Ereignis dann auch für die Großeltern drauf abgestimmt sein, aber es muss ja nichts Großes sein. Es kann ja auch einfach sein, hey, es ist Dezember, komm, wir spielen eine Runde Rummikub. Meine Oma wird sich mega freuen und mein Opa wird es auch cool finden. Oder hey, wir gehen zusammen ins Kino. Absolutes Highlight. Also ich war damals mit meiner Oma in Hani und Nani, als es mal ins Kino kam. Meine Oma war so begeistert. Ne, war für mich halt ein Kinderfilm, aber meine Oma fand es großartig. Alte Leute gehen nicht mehr so ins Kino. Und gerade Kino ist so schön. Du hast diese große Leinwand, wo du gut was sehen kannst. Alte Leute sehen nicht mehr so gut. Du hast eine super Akustik. Alte Le Leute hören auch nicht mehr so gut. Und die lieben einfach die Atmosphäre. Wenn du sagst, hey komm, ich gebe dir eine Tüte Popcorn aus, Oma. Die freuen sich. Versucht's einfach mal. Es kostet nicht viel Geld und es ist einfach nur eine Herzenssache. Oder wenn ihr sagt, Mensch, wir gehen eine Runde, je nachdem wie mobil die noch sind, ne? Wir gehen eine Runde ins Zoo. Oder wir gehen halt shoppen. Keine Ahnung. Aber dann nimm ganz viel Geduld mit, ne? Weil wenn Oma und Opa dann mit dir zusammen einkaufen gehen, und du vielleicht mit den Kleidung kaufen gehst, dann musst du vielleicht auch einfach mal ein bisschen helfen, dass du hilfst denen, dass sie sich ausziehen und umziehen können. Und es ist alles nicht so leicht und nicht so schnell wie bei uns, ne? Also bringt einfach Geduld mit. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Geschenk, was man machen kann, vom Herzen her. Aber das kann sich jeder von uns leisten, oder? Zeit kostet nichts. Als dritte Idee habe ich personalisierte Schals oder Decken oder Handschuhe, weil alten Leuten ist immer kalt. Also, das muss man halt auch mal so sehen. Jetzt gerade im Winter und wenn es halt ein Weihnachtsgeschenk sein soll, ist es ziemlich cool, wenn die halt einen schicken Schal haben. Meine Oma fährt total auf diese Loop-Schals ab. Also, die hat das so unfassbar geil gefunden, als ich das erste Mal so einen Schal um hatte und fand den großartig. Und ja, darüber freuen die sich unheimlich, wenn die auch mal so coole neue Modeideen testen. Naja, auf jeden Fall, wenn du so einen schönen Schal hast, vielleicht auch so ein Kaschmirschal, wie auch immer, kommt immer aufs Preissegment an und dann mit den Initialien oder sowas drin. Ist mega schön. Eine schöne Mütze oder schöne Ohrenschützer. Das ist auch, gibt so schöne Sachen. Handschuhe, wo du dann hier die Initialien drauf hast. Richtig cooles Geschenk und das werden die auf jeden Fall mit Stolz tragen. Als vierte Idee, und das habe ich meinen Großeltern schon so oft geschenkt, wir wohnen hier ja auf dem Land. Fluch und Segen, Leute. Fluch und Segen. Der Segen ist, wir haben hier irre viele Hofläden. Und diese Hofläden produzieren quasi selber so Eintöpfe im Glas oder so Leberwurst selbstgemachte und also halt auch so Produkte, die sich echt lange halten, so richtig Oldschool-Sachen, die meine Großeltern von damals halt echt noch so kennen. Und auch selbstgemachten Marmeladen und alles, das ist Wahnsinn. Also wir haben einen hier bei uns in der Nähe, der ist riesengroß, riesengroß und hier überall auch echt sehr, sehr bekannt. Da kannst du Hochzeiten feiern und keine Ahnung, es ist so richtig schön urig da. Und die haben halt einen riesengroßen, wunderschönen Hofladen, weil die noch eine riesengroße Plantage mit dabei haben. Und da fahre ich sehr, sehr gerne hin, ob für Oma und Opa oder für meine Eltern oder keine Ahnung, für Studenten, ne, kannst du für alle nehmen. Ja, da mache ich dann gerne Fresskörbe fertig, denn es ist so easy. Also diese Einmachgläser und dann hast du da ein, zwei Portionen von Eintopf drin. Irre geil. Also wenn du mal keinen Bock zum Kochen hast, meine Oma fährt da mega drauf ab. Mein Opa auch. Wenn meine Oma im Krankenhaus ist, dann guckt Opa dann immer schon, oh, habe ich denn noch so ein Gläschen von der Claudi, ne? Und ja, wahnsinnig. Da freuen die sich so mega drüber und die feiern das einfach. Und das ist halt auch echt nichts Teures. Es kommt ja darauf an, wie viele Eintöpfe du dann in diesen Fresskorb packst. Aber wenn er zu schwer wird, wird er auch zu teuer. Das ist so eine kleine Faustregel. Ja.
Aber kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der irgendwo in der Nähe so einen Hofladen hat. Manchmal ist es sogar so, dass diese Hofläden vom Land auch in die Städte liefern und du dann teilweise im Rewe oder so etwas stehen, das ist bei uns zum Beispiel so, eben von diesem Hofladen. Natürlich ist es dann in diesem Supermarkt etwas teurer, als wenn du es dann im Hofladen vor Ort kaufen würdest. Klar, der Supermarkt will ja auch eine Marge haben, aber im Großen und Ganzen ist das eine coole Sache. Da freut sich wirklich jeder drüber und gerade meine Großeltern fahren da irre drauf ab. Nummer 5 habe ich eben ja schon mal angerissen, Kleidung. Wir stehen nicht so drauf, wenn wir Kleidung geschenkt bekommen. Also gerade wenn du so junge Erwachsene bist, sage ich mal, oder Pubertätsalter, da hast du einfach ein bisschen anderen Klamottengeschmack als deine Großeltern. Aber trau dich einfach mal und schau mal, was deine Großeltern für Kleidung haben. Oft ist es so, dass sie sich ganz selten nur Kleidung holen und wenn die Kleidung haben, lieben die das und die tragen das so lange, bis es auseinanderfällt. Zum Beispiel hatte meine Oma immer ärmellose Blusen, so ärmellos, weiß. Weil sie das nicht haben kann, wenn Pullover auf ihrer Haut sind. Das kratzt sie einfach, weil sie halt im Alter sehr empfindlich geworden ist. Und die haben halt hier so einen Kragen und sie wollte nicht nur so einen Kragen, weil das findet sie auch unangenehm. Und ja. Dann hat sie irgendwann, ich glaube, da war sie mal im Krankenhaus und dann hatte ich mit ihr gesprochen und ich gucke so, ich sage, Oma, was ist mit deiner Bluse los? Ne? Die sah schon ziemlich übel aus. Und meine Oma ist eine extrem gepflegte Frau und es war ihr so unangenehm. Und dann sagte sie, ja, Claudi, ganz ehrlich, ich finde die nirgendwo mehr. Die gibt es nirgendwo mehr zu kaufen. Klar findet meine Oma die nirgendwo mehr, weil die ganzen kleinen Klamottenläden schließen. Es gibt nur noch die großen Online-Kaufhäuser oder keine Ahnung. Und da guckt meine Oma nicht. Und auch in den großen Kaufhäusern, da geht Oma nicht rein. Das ist ihr einfach zu groß, zu wuselig. Und naja, ihre ganzen Lieblingsläden, die ganzen Boutiquen, die gab es einfach nicht mehr. Und dementsprechend gab es dann auch nicht mehr das, was sie einfach gerne angezogen hat. Ja, und dann habe ich mich einfach mal so ein bisschen. Ich habe gesurft, habe ihre Bluse gefunden und jetzt kriegt sie immer mal wieder von mir so eine Bluse und die freut sich. So eine Bluse, die kostet nicht viel. Das ist so eine echt günstige Bluse für 8 Euro, keine Ahnung. Und die liebt die. Und die liebt mich dafür. Das ist echt total krass. Also ja, damit habe ich ihr eine Freude gemacht und das hätte ich nie, nie gedacht, dass man mit sowas eine Freude machen kann. Oder schaut doch einfach mal Opas Lieblingssocken. Oder Opas lange Unterhosen mit Eingriff. Ne? Es sind halt so Dinge, die ihr in den heutigen Kaufhäusern oder wie auch immer so nicht auf Anhieb findet. Online auf jeden Fall. Und man muss halt einfach nur sich mit den Großeltern beschäftigen, die fragen, was die mögen, was die halt gerne tragen, was die vermissen. Und ruckzuck könnt ihr denen echt einfach helfen. Das ist auf jeden Fall mal eine Sache, mit der könnt ihr die sehr, sehr glücklich machen. Nummer 6 habe ich tatsächlich auch schon meinen Großeltern geschenkt. Meine Oma kommt da nicht so wirklich mit klar. Mein Opa findet es total super. Und zwar ist es ein Rentnerhandy. Ja, ein Rentnerhandy. Die können nicht mehr so gut gucken. Die können nicht auf so einem Smartphone rumtippen, so wie wir das können. Die können nicht so Mini-Tasten bedienen, die du auf den alten Telefonen oder heutigen Telefonen hast, wenn du überhaupt noch so ein Ding findest. Ja, dann kommt eigentlich nur noch das Rentnertelefon in Frage. Da hast du riesengroße Tasten. Du hast sehr oft einen Notfallrufknopf mit dabei. Du hast da teilweise sogar eine GPS-Ortung mit dabei. Und das gibt den Großeltern auch einfach eine gewisse Sicherheit. Und es gibt dir oder deinen Eltern auch eine gewisse Sicherheit, weil alte Leute werden nun mal tüdelig. Und ja, so weiß man dann auf jeden Fall immer, wo sie sind, wenn sie das Handy dann angestellt haben. Also, wenn ihr ein Rentnerhandy schenkt, bitte, 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 bitte lest ihr euch vorher die Bedienungsanleitung durch, um dann euren Großeltern das Handy zu erklären, wo wir wieder beim Thema Zeit wären, um sie dann halt auch auf das neue technische Gerät drauf einzustellen. Um sie damit vertraut zu machen und denen zu zeigen, wie das überhaupt funktioniert. Speichert vielleicht vorher schon mal ein, zwei Nummern ein und dann macht noch mal ein, zwei Nummern zusammen mit Oma oder Opa. Darüber freuen die sich mega. Wenn das Enkelkind denen was zeigen kann, das finden die super. Echt, glaub mir. Meine Großeltern haben damals alles eingemacht, was ging. Wir hatten Apfelmus, wir hatten
Kirschen eingemacht, wir haben selber Sauerkraut gemacht, wir haben selber Rotkohl gemacht. Alles, alles wurde eingemacht. Mittlerweile sind sie zu alt, die können das nicht mehr. Jetzt seid ihr am Start. Geschenkidee Nummer 7. Macht ihr doch mal was für eure Großeltern selbst, was die damals immer für sich gemacht haben. Also, meine Großeltern würden mega drauf abfahren, wenn ich mit einem Glas selbstgemachtem Apfelmus um die Ecke kommen würde. Denn in unserer Familie haben wir zu allem Apfelmus gegessen. Es gab zum Beispiel Brathähnchen. So richtig, wir hatten so richtig geilen Hähnchenbretter, da konntest du zwei ganze Hähnchen draufpacken. Dazu gab es dann immer Apfelmus und Kartoffeln, glaube ich auch, aber die habe ich eigentlich nie gegessen. Und dann hast du dir einfach dein Hähnchenstück genommen, weil die Hähnchen so auseinandergezupft wurden, und hast du dir einen Flügel oder ein Bein genommen, bist dann durch das Apfelmus durchgetunkt und hast es gegessen. Wir haben alles mit Apfelmus gegessen. Wir haben Vanillepudding mit Apfelmus gegessen. Wir haben Sonntagsbraten mit Apfelmus, Rotkohl mit Apfelmus, Eintopf mit Apfelmus, natürlich das klassische Pfannkuchen mit Apfelmus. Alles mit Apfelmus, wirklich alles. Fischstäbchen mit Apfelmus läuft, ne? Also, wenn ihr selber etwas macht, sei es halt Apfelmus oder Rotkohl oder Marmelade oder was auch immer, ne? Es muss ja nicht unbedingt jetzt ein Schluck sein oder so ein Likör, weil das sollte man bei alten Leuten nicht unbedingt machen. Die nehmen ja Tabletten. Puh, lasst das besser. ja, das ist eine absolut schöne Sache, da freuen die sich drüber und macht einfach ein paar mehr Gläser ein und verschenkt die. Es freuen sich alle Leute tierisch drüber. Ich gehe steil drauf, wenn ich selbstgemachte Marmelade kriege, selbstgemachtes Apfelmus, Rotkohl. Alter, Obieren haben wir auch selber eingemacht. So lecker, so, so geil. Also von daher, damit könnt ihr euren Großeltern zu Weihnachten definitiv auch eine Freude machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel keinen Hofladen in der Nähe habt und sowas nicht irgendwie kaufen könnt, wie auch immer, dann macht's doch einfach selber. Ist total günstig und meistens auch echt einfach. Wäre eine Idee. Als Idee Nummer 8 habe ich bei meiner Internetdurchforstung gesehen, dass man auch mega gut diese Einjahres- oder Dreijahresrosen nehmen könnte. Das sind diese Infinity-Rosen. Kosten natürlich auch eine Stange Geld, ne? Also wenn du wirklich so ein Bouquet mit, keine Ahnung, 7 bis 8 Rosen haben willst, dann bist du locker bei 60 Euro, ne? Also ja, also da gibt es ordentlich viele, die das anbieten. Ich habe jetzt 3 gefunden. Ich lese euch die mal eben vor. Grace Flower Box ist das, Fleur de Paris und Emmy Gray. Emmy Gray ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Keine Ahnung, ich hatte noch nie sowas. Ich hätte sowas unheimlich gerne mal im Hintergrund. Aber das ist eine super, super coole Geschenkidee, weil meine Oma liebt Rosen. Sie mag Blumen. Sie liebt Orchideen. Und sie packt sich dann immer diese künstlichen rein, wenn ihre halt verblüht sind. Und ich dachte mir immer, alter Schwede, die hat immer so wunderschöne Orchideen. Wie kriegt die das nur hin? Bis sie mir irgendwann ihren Tipp verraten hat. Unfassbar, ne? Kennt ihr das, wenn diese Kindheitserinnerungen zerplatzen? Furchtbar. Naja, auf jeden Fall ist das auf jeden Fall mal eine richtig coole Idee. Das sind echte Blumen und die halten einfach. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es ist mega geil. Ja, also ich finde, sowas ist eine coole Sache, wenn zum Beispiel die Oma alleine ist, weil Opa wird sich über sowas jetzt nicht unbedingt freuen, aber meine Oma wird sich mega freuen. Und ja, wenn die dann halt ein Jahr lang so ein Rosenbouquet da haben, bis zu 3 Jahre. Ich glaube, das wird meine Oma ziemlich freuen. Die Nummer 10, das ist der Klassiker. Das ist, wenn du so ganz normal bei Amazon oder sonst irgendwo Geschenk für Oma, Opa eingibst, dann wirst du bombardiert mit Tassen, mit Schlüsselanhängern, mit Brillenetuis, mit Topfhandschuhen, keine Ahnung, Schürzen oder sowas, wo dann halt beste Oma, bester Opa draufsteht. Ich weiß nicht, ob das halt für die Generation 80 plus dann auch sinnvoll ist, aber auf jeden Fall für die etwas Jüngeren, weil die Prints, die da drauf sind, sind dann meist auch ein bisschen jünger dargestellt, ein bisschen mehr im Comic-Design. Aber es kommt drauf an, wenn ihr flippige Großeltern habt, warum nicht, ne? Wäre auch eine coole Sache. Und sowas ist dann halt auch relativ simpel und macht auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht. Sowas haben meine Großeltern auch schon bekommen von mir, aber die haben auch schon so viel von. Deswegen fällt das jetzt leider als Geschenkidee weg. Als Nummer 11 könnt ihr natürlich auch immer irgendwelche Deko schenken. Meine Oma und mein Opa stehen auch
ziemlich auf Engel, weil die halt das dann so mit den Verstorbenen in Verbindung bringen und halt auch sehr, sehr gläubig sind und ja, deswegen halt auch so christliche Symbole oder so gerade zur Weihnachtszeit macht das durchaus Sinn. Oder wenn du, keine Ahnung, die Krippe weiter ergänzen möchtest, die die haben, schaut euch das mal an. Meistens haben die echt teure Sachen und dann reicht es locker, wenn du nur so ein kleines Schaf kaufst und dann bist du schon 30 € los. Also die haben immer sehr, sehr hochwertige Sachen. Und deswegen schaut euch das auf jeden Fall mal an, schaut euch bei euren Großeltern um und dann seht ihr genau, was die so gebrauchen können, was die schön fänden. Oder vielleicht sammelt euer Opa irgendwelche Bierhumpen oder so und ihr könnt ihn mega glücklich machen, weil ihr bei eBay irgendwelche Sachen ersteigert, die für euch total simpel zu organisieren sind, für ihn aber nicht so einfach, weil er nicht mal eben so über den Flohmarkt gehen kann, weil er nicht mehr so gut laufen kann. Das ist auf jeden Fall mal eine coole Idee. Und so könnt ihr die Sammlung eurer Großeltern auf jeden Fall noch erweitern. Als Idee Nummer, ich habe zu wenig Hände. Das war übrigens Idee Nummer 11. Ich habe gar nicht 11 gezeigt. Idee Nummer 12, ich kann leider keine 12 zeigen. Ich habe keine 12 Finger und ich wollte jetzt nicht meine Füße hochheben. Wäre, guckt euch mal bei euren Großeltern um. Nummer 1, haben die überhaupt einen DVD-Player? Oft haben die das gar nicht. Oft haben die nur einen Kassettenrekorder, so für Videokassetten. Ganz oldschool. Kennen viele von euch wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Ich kenn's noch. Und meine Großeltern hatten bis vor kurzem nur so ein Ding. Und dann hat mein Papa denen mal einen DVD-Player geschenkt. Und ich habe dann direkt meinem Opa die DVD oben geschenkt. So eine schöne DVD, bei der ich so heulen musste. Und die haben wir uns zusammen angeguckt und. Was soll ich sagen, Leute? Sie ist einfach großartig und es ist einfach perfekt, sich sowas mit dem Opa schön zu Hause anzuschauen oder mit beiden Großeltern. Da kullern wirklich viele Tränen, glaub mir, auch bei euren Großeltern. Puh, das ist so ein richtiger Herzensfilm und es gibt so, 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 so schöne Filme, die eure Großeltern toll finden. Ich meine, die meisten Großeltern beschränken sich tatsächlich auf das erste und zweite Programm, sprich. Also erste und zweite Programm, das ist ARD und ZDF für die. Und da laufen halt oft echt nicht so die geilsten Sachen. Holt ihn vielleicht diese 100-Jahre-Kollektion, die DVD-Kollektion, die haben wir bei uns zu Hause zum Beispiel stehen, weil mein Freund auch sehr geschichtsbegeistert ist und ja, ich das auch total interessant finde. Sowas kannst du auch echt sehr, sehr entspannt gucken an einem schönen Sofasonntag und eure Großeltern werden es auch cool finden. Also das läuft ja meistens so Silvester auf Phoenix und Co. Gibt es Phoenix eigentlich noch auf NTV und Co. Und ja, wenn ihr das mal so als DVD-Staffel holt, da freuen die sich drüber, wenn die einen DVD-Player haben. Ansonsten schenkt ihnen einen DVD-Player. Die kosten auch nicht die Welt. Ich meine, ihr müsst nicht unbedingt einen mit USB-Eingang, Ausgang, Anschluss haben. Und schwupps sind die schon viel, viel günstiger. WLAN-Zugang kann man sich auch schenken. Also mit 40 € bist du sehr, sehr schnell und gut beraten und kannst dann auch schon von Samsung oder so einholen. Also von daher, da gibt es wirklich schöne Geräte. So. Als Idee Nummer 13 habe ich jetzt auch gleichzeitig ein kleines Unboxing für euch, denn das ist heute erst bei mir eingetroffen. Und zwar habe ich diesen Umschlag bekommen, das habe ich mir aber selber bestellt von Goodido. So heißt die Homepage. Ich blende euch das aber auch nochmal ein. Da hatte ich so einen Gutschein in einer Zeitschrift mit drin. Und zwar, Goodido ist ein Online-Shop, da kannst du Schmuck kaufen zum Beispiel. Und ja, dadurch, dass du da einkaufst, füllst du Näpfe von bedürftigen Hunden. Und da meine Großeltern, vor allem mein Opa, sehr, sehr, sehr tierlieb sind, ist das eine schöne Geschenkidee, weil du denen halt gleichzeitig sagen kannst, hey, und mit dem, was ich dir jetzt schenke, habe ich automatisch zwei, drei Näpfe von Hunden im Tierheim gefüllt. Finden die auch mega cool. Du tust was Gutes, du tust deinen Großeltern was Gutes, du tust den Tieren im Tierheim was Gutes und du hast ein schönes Produkt gekauft. Ist doch auch mal was. Ich zeige euch mal, was ich geholt habe. Was ich jetzt hier mit drin habe, ist einmal eine Wundertüte, weil das war halt der Gutschein, den ich da mit drin hatte. Dass man eine Wundertüte kriegt. Die kriegst du auch irgendwie normalerweise sowieso ab einem 80 € Einkaufswert oder so stand da. Dann habe ich hier zwei Säckchen mit den zwei Produkten, die ich gekauft habe. Dann hast du hier nochmal einen Gutschein mit drin. Da wird dir hier hinten nochmal erklärt, was das hier für Sachen sind, wie viel die kosten, wie viel Näpfe dadurch gefüllt werden, was damit zusammengekauft wird. Und du kriegst gratis mit dabei einen Anhänger, wo Love draufsteht, so ein goldener Anhänger.
Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Gutscheincode ist, der nur einmal verwendbar ist. Ich schreibe euch den aber trotzdem mal unten in die Infobox rein. Dann hast du hier noch eine Karte mit dabei. Goodido, Helping is Beautiful. Markiere uns auf Instagram und nutze den Hashtag Helping is Beautiful. Will ich machen. Helfen mit Goodido macht dich und andere glücklich. Ich möchte Danke sagen, dass du dich für ein Goodido-Schmuckstück entschieden hast. Es ist einzigartig, ein liebevoll handgefertigtes Unikat. Spüre die positive Energie, die von diesem edlen Schmuckstück ausgeht. Es wird ab sofort dein Begleiter sein und dich daran erinnern, dass du Tieren in Not geholfen hast. Danke, du bist wunderbar. Ich wünsche dir viel Freude damit, deine Hanna. Ja, natürlich ist ja auch noch eine Rechnung drin. Was habe ich denn überhaupt bezahlt? Steht hier gar nicht drauf, das ist nämlich nur der Lieferschein. Ich glaube 43 Euro für beide Sachen. Dann ist hier noch ein Heftchen mit dabei, wo ein paar Informationen drin stehen, die Winterkollektion. Dann ist hier auch noch aufgeführt, danke für 100.000 Näpfe. Da stehen dann auch die Organisationen, an die dann gespendet wurde. Und ja, hier hast du dann einen Adventskalender. Da könnt ihr das Video jetzt gerne anhalten und euch den entsprechenden Code raussuchen, wenn ihr möchtet. Genau, da gibt es dann nämlich Sachen gratis mit dabei und genau, jeden Tag im Advent. So, dann schauen wir uns mal die beiden Sachen an, die ich mir bestellt habe. So, das ist einmal das erste Säckchen. Ich finde, das kommt echt schön verpackt an und ja, deswegen, das ist auch echt eine coole Sache. Das habe ich jetzt tatsächlich alle beide auch tatsächlich für mich bestellt. So, als erstes kommt hier Handmade with Love und nochmal Goodido. Helping is beautiful. Und hier haben wir einen Ring drin, den ich für meinen kleinen Finger gekauft habe. Und so sieht er aus. Da hast du eine Pfote mit drauf und ein Herz. Fand ich richtig cool. Richtig, richtig schön. Und den kannst du theoretisch halt auch ein bisschen dann dehnen und ein bisschen größer machen. Ja, den kannst du dann ein bisschen noch auf deine Fingerform anpassen. Ja, aber bei mir passt der ganz gut. Finde ich hübsch. Behalte ich gleich an. So, und hier haben wir schon das nächste Säckchen. Auch hier hast du wieder dieses Zettelchen mit drin und Handmade with Love. Und zwar habe ich mir ein wunderschönes Armband geholt. Das sind Steine. Ich blende euch hier mal ein, welche Steinart das ist. Fand ich richtig, richtig schön. Und das hier ist natürlich jetzt Schmuck, der zu mir passt. Du kannst da auch Ketten und sowas alles kaufen, die dann halt mehr zu deinen Großeltern passen. Und es ist halt wirklich edler Schmuck und hochwertiger Schmuck. Und das ist halt auch etwas, worauf Großeltern Wert legen, ne? Die brauchen jetzt nicht irgendeinen billigen Modeschmuck oder sowas. Die legen dann schon Wert auf hochwertigere Sachen. Und wenn du da halt dann auch gleichzeitig noch Tieren helfen kannst, ist es doch richtig schön. So, und jetzt möchte ich einmal in die Wundertüte schauen. Da bin ich wirklich gespannt, was drin ist, weil keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann. Dann sind hier zwei Karten mit drin. Wenn man vor lauter Lachen weint, entsteht ein Regenbogen im Kopf. Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter Wolken. Das ist auch schön. Dann ist mit dabei ein Tee von Pukka mit Wildapfel und Zimt mit Ingwer. Dann habe ich hier von Balsen ein Lebkuchenbrezel, genau. Oh, lecker. Von Rittersport Goldschatz. Das ist die Lieblingsschokolade von meinem Freund. Der wird sich freuen. Und dann habe ich hier allen Ernstes noch ein Beutelchen mit drin, ne? Und hier ist noch so ein Armband. Wahnsinn. Und dieses Armband soll die Regenbogenbrücke darstellen. Ist ein bisschen traurig von der Story her. Und zwar symbolisiert die Regenbogenbrücke, dass Tiere sterben. Und dann wird halt unter Tierhaltern immer gesagt, dass das Tier halt über die Regenbogenbrücke gegangen ist. Bei mir sind ganz viele Hamster schon über die Regenbogenbrücke gegangen. Das war auch echt traurig. Ja, naja, aber ein richtig schönes Armband. Das war halt gratis mit dabei. Wahnsinn! Ja, ihr Lieben, das waren jetzt meine 13 Geschenktipps für Großeltern so ab 80. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und für euch war irgendwas mit dabei. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Natürlich möchte ich euch auch verraten, was ich meinen Großeltern schenke. Und zwar bekommen die von mir einen Hofladenkorb, weil ich weiß, dass sie sich darüber am meisten freuen werden. Und ja, es ist einfach mittlerweile nicht mehr so einfach zu kochen. Also von daher ist das ein sehr, 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 sehr sinnvolles Geschenk.
Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist, die ich so mit meinem Hund Sammy erstellt habe. Hier meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!